Oh Mann ey, heute klappt ja gar nichts hier. Sind Sie eine Diva und kennen diese Tage, an denen einfach nichts funktioniert? Dann holen Sie sich jetzt die neue Bananen-App. Einfach ein Diva-Gesicht machen, fotografieren und schon wird Ihnen automatisch eine Banane generiert. Hallo liebe Leute hier auf YouTube und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Tube News. Erstmal nicht wundern wegen dem Hintergrund, ich probiere gerade ein bisschen was aus. Feedback dazu gerne in die Kommentare. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass es immer so hübsch aussehen wird. Und ich habe euch letzte Woche zu meinem Format von YouTubern für YouTuber befragt und auch gefragt, ob das Format vielleicht weitergehen soll oder ob ich es doch auf Eis legen soll. Und euer Feedback dazu war bombastisch. Vielen Dank dafür und deshalb habe ich jetzt was beschlossen. Das Format wird nicht weitergehen. War doch nur ein Prank. Moment mal, wenn ich jetzt in den Titel schreibe, Zuschauer verarschen Prank, gibt das Video dann richtig viele Aufrufe? Egal, jedenfalls, das Format wird weitergehen. Ich werde es nur ein bisschen anders handhaben. Ich werde Kategorien bilden. Das heißt, ich werde so Special Editions für Technik-YouTuber, Let's Player, Pferde-YouTuber, was auch immer. Welche Kategorie YouTuber bin ich eigentlich? YouTube-YouTuber? Jedenfalls wird es Kategorien geben, sodass es ganz spezifisch Tipps für jede Kategorie YouTuber gibt. Und jeder kann sich natürlich auch aus jeder anderen Kategorie irgendwie Tipps mitnehmen, um seinen eigenen Kanal zu verbessern. Das habe ich auch gemacht. Ich habe so viele andere Kategorien mir persönlich angeschaut und das auf meinen Stil übertragen und so kann auch jeder seinen eigenen Stil finden. Ich werde auch nicht mehr versuchen, 5 Leute ins Boot zu holen, sondern immer so zwischen 3 und 7 Leuten maximal. Und ich werde darüber abstimmen lassen, auf Twitter, welche Kategorie als nächstes drankommt. Und ihr habt auf Twitter schon entschieden. Der Gewinner der ersten Kategorie sind die, Trommelwirbel, Technik-YouTuber. Und ich werde mir jetzt einfach nach und nach ein paar Technik-YouTuber zusammensuchen, die möglichst kreativ für euch irgendwelche Tipps raushauen. Und in circa einem Monat wird es die erste Folge geben. Und ich denke, das wird auch immer so ein Abstand von 4 Wochen sein, weil das vernünftig ist für so ein Format. Nächster Punkt an der Tagesordnung. Diesen Kanal hier haben mittlerweile über 4000 Leute abonniert. Danke. Einfach nur danke dafür für jeden Einzelnen, der hier abonniert hat, der hier zuschaut, der hier regelmäßig kommentiert. Mir macht das einfach nur ungemein viel Spaß, Videos für diesen Kanal hier zu produzieren. Es ist jedes Mal ein Glückserlebnis, wenn ich mich vor die Kamera stelle. Und dann kam oft die Frage auf, wird es ein Special geben? Und da muss ich leider sagen, ich möchte nicht irgendein Video produzieren und das 4000 Abonnenten Special nennen. Denn wenn ich ein Special mache, dann muss das auch richtig Special sein. Und mir schwirrt da schon was im Kopf vor. Ich werde es allerdings zu diesem Meilenstein hier nicht mehr schaffen, das Special zu produzieren. Aber beim nächsten Meilenstein wird es auf jeden Fall was ganz Besonderes geben. Das verspreche ich euch. Und ihr müsst es auch mal so sehen. Zahlen sind nur irgendwelche fiktiven Werte, denen wir eine Bedeutung zuschreiben. Hm, du klingst heute so intelligent. Liegt das vielleicht an deiner Brille? Und ich könnte auch bei 4001 Abonnenten ein Abonnenten-Special machen, genauso wie ich bei 4038 Abonnenten ein Abonnenten-Special machen könnte. Denn jeder, der dazukommt, ist irgendwie was Besonderes. Und über jeden, der dazukommt, sollte man sich auch freuen. Nur mal so als kleinen Denkanstoß. Aber vielen, vielen Dank. Aber auch im YouTube-Universum ist ein bisschen was passiert. Und zwar wird YouTube bald eine Streaming-Funktion in die eigene App einbinden. Das heißt, ihr könnt eigentlich per rotem Knopf mit der YouTube-App bald streamen. Damit geht YouTube mit der Zeit und macht einigen Diensten wie Periscope und auch dem Dienst von Facebook Konkurrenz. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieser Dienst aktuell nur einigen sehr großen und internationalen YouTubern zur Verfügung steht. Er wird aber bald wahrscheinlich für alle kommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt genauso wird wie mit dem Messenger, dass das ein ziemlicher Fail wird, aber eigentlich finde ich diese Grundidee, ganz einfach vom Smartphone aus zu streamen, ziemlich cool. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Von mir gibt es auf jeden Fall den ironiefreien Applaus der Woche für YouTube. Die Frage der Woche kommt diesmal vom Kanal Jukeman, vom Stefan und dürfte gerade so einige Technik-YouTuber, aber auch viele andere von euch interessieren. Ich sag einfach mal, Film ab. Wenn ich eine Produktreview mache und der Hersteller hat mir auf meine Anfrage hin das Produkt kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt, wie muss ich dann meine Produktreview kennzeichnen? Ist das A. eine Dauerwerbesendung, B. ein Product Placement oder C. überhaupt nicht kennzeichnungspflichtig? Deine Antwort ist meine Hilfe. Ich danke dir. Bis dahin. Ciao. Laut Rundfunkstaatsvertrag ist der von dir geschilderte Fall
eine sogenannte Produktionshilfe. Das heißt, das Unternehmen stellt dir ein Produkt zur Verfügung, sodass du es reviewen bzw. rezensieren kannst. Und das ist eigentlich laut Rundfunkstaatsvertrag nicht kennzeichnungspflichtig. Du leistest damit journalistische Arbeit. Das bedeutet, du bekommst von dem Unternehmen das Produkt zugesendet, rezensierst das Produkt und in vielen Fällen schickst du es ja auch noch zurück. Also hast du nicht mal persönlich so richtig was davon, außer das Video. Deshalb würde ich spontan sagen, es ist keine Produktplatzierung und auch keine Dauerwerbesendung. Und ich habe euch auch mal ein Video verlinkt, wo ValueTech darüber redet, wie das aussieht mit Produktplatzierungen in der Tech-Blogger-Szene. Denn das ist so ein ganz interessantes Thema für sich und sehr, sehr viele Leute haben ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu. Die andere Seite ist die moralische. Und zwar, wenn irgendwas schlecht ist, dann hab auch die Freiheit zu sagen, dass es schlecht ist. Denn letztendlich bringt es keinem was, wenn jemand eine Rezension sieht, sich möglicherweise das Produkt aufgrund einer Rezension kauft und dann feststellt, Moment mal, da sind ja einige Makel, die im Video nicht erwähnt wurden. Und deshalb ist es ganz wichtig, in der Rezension immer sehr objektiv zu bleiben. Nicht zu krass zu loben und auch schlechte Dinge hervorzuheben. Und dann würde ich sagen, um auf Nummer sicher zu gehen, schreibst du einfach in die Videobeschreibung, dass dir das Produkt eben von Firma XY zur Verfügung gestellt wurde für eine Rezension, das heißt für Rezensionszwecke. Sag es am besten nochmal in dem Video und mach am Anfang so eine kleine Einblendung. Ich denke, dann hast du auch gar kein rechtliches Problem. Wenn sich aber jemand ein bisschen besser auskennt, ein bisschen besser auch darüber Bescheid weiß, gerne Feedback dazu in die Kommentare. Meine Fresse, war ich gerade überbelichtet. Jetzt gibt's noch den Kanal der Woche und diese Woche ist es der Kanal Semo. Man kann aus seinem Kanalnamen schon ablesen, was er auf seinem Kanal macht. Und zwar Musikvideos, Vlogs und gute Laune. Musikvideos macht er eine ganze Menge mit eigenen Songs und dabei ziemlich coolen Videos. Die Songs gefallen mir extrem gut. Er ist ein cooler Musiker. Er ist auch ein nachdenklicher Typ. Er schreibt auch immer ellenlange Kommentare hier unter die Videos und ist einfach ein super cooler Mensch, muss ich einfach so sagen. Und gleichzeitig gibt es noch einige Vlogs, die einfach extrem gute Laune machen. Auch mit seiner Freundin ungemein viel. Ich gucke da sehr, sehr gerne zu, auch wenn ich nicht so ungemein viel kommentiere aus Zeitgründen, schaue ich die Videos einfach super gerne. Ich kenne ihn auch schon eine ganze Zeit lang und deshalb ist er Kanal der Woche. Schaut einfach mal in die Infobox, hier in eine Infokarte oder auf der Endcard und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir euer Feedback zum Thema von YouTubern für YouTuber gerne unten in die Kommentare und schreibt auch mal, ob ihr euch da ein bisschen besser auskennt, was Product Placement, Produktionshilfe und so weiter angeht. Das war alles meine persönliche Meinung, das soll hier keine Rechtsberatung sein und ich habe auch so ein bisschen das zusammengetragen, was ich persönlich recherchiert habe. Ansonsten würde ich sagen, schaut gerne mal bei den letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Ciao!